Alle Minuten gibt's heute wieder mal Back-to-Back. Heute auf dem Zweitkanal ist gerade eben auch ein Pokémon-Minuten online gegangen. Link dazu in der Videobeschreibung. Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Dragon Ball Z nicht ersetzt soll. Dragon Ball Z gehört Treasure, Toonimation und Akira Toriyama. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Bevor es mit dem Video losgeht, gibt es noch kurz was zum Sponsor von dem Video. Ich möchte euch heute nämlich ein cooles Spiel vorstellen. Ja Leute, macht euch schon mal bereit für das Video, da wird es einige cringige, cooler Jokes geben, auch bei dieser Werbung hier. Wie dem auch sei, es geht mal wieder um Raid Shadow Legends. Dieses Spiel hatte ich euch ja bereits in der Vergangenheit schon mal vorgestellt. Aber für all diejenigen, die noch nicht in den Genuss von dem neuen Handy-APK gekommen sind, hört mir zu. Mit über 10 Millionen Spieler, die sich den ganzen Spaß in den letzten 6 Monaten gedownloadet haben, könnt ihr euch im PvP-Arenen mit über 400 Champions messen. Ich habe es schon mal gesagt Leute, die Grafik von diesem Handyspiel ist genauso wie bei einem Dragon Ball Film. Bomba. Mittlerweile kann man sogar seine Champions individuell aufmotzen, was natürlich das ganze Spielgefühl verbessert. Nicht nur hat das Spiel ein fast perfektes Ranking auf Google Play und über 300.000 Rezensionen, nein, Raid Shadow Legends hält sich auch an das Versprochene, es gibt immer wieder neue Features, wie zum Beispiel das ganz neue Faction Wars Feature, was es bei Raid jetzt auch ganz neu gibt. Und keine Sorge, auch für neue Spieler ist das Ganze sehr einsteigerfreundlich. Es gibt 90 Tage lang Boni und mit meinem Link in der Videobeschreibung bekommt ihr 50.000 Silbergeld und einen kostenlosen epischen Champion als Teil des Neuensteigerprogramms. Also Leute, falls euer Interesse geweckt ist, ladet euch auf jeden Fall das Spiel runter und probiert es doch einfach mal aus. Und jetzt fangen wir an mit unserem Boy Cooler. Also, kurzen Geschichtskurs. Bardock wird von Freezer geklatscht, Kakarot überlebt und klatscht Jahre später Freezer und wir setzen beim Film an. Und hier bekommen wir auch mit, dass Cooler das Entkommen von Kakarot mitbekommen hat, aber nichts getan hat, weil das ganze Freezer-Problem ist und deswegen war ihm das egal. So macht man das unter Brüdern. Den intergalaktischen Affen entkommen lassen, der Jahre später den eigenen Bruder umbringt. Aber ja, der Film geht los. Goku spielt auf Mutoroshis Insel nämlich Moses, während dieser, ja, Wissensmagazine liest. Gohan wird weiterhin von Chi-Chi versklavt und muss lernen, selbst seinen Saft trinkt sie selber aus. Chi-Chi denkt dann, dass Goku einen Hirnschaden hat, weil er sagt, dass Hausaufgaben wichtig sind. Als Chi-Chi in der Nähe ansehen möchte, hat er nur das zu ihr gesagt. Verrückter Sohn. Jetzt hau die Kacke endlich weg, damit wir abhauen können. Das mit den Hausaufgaben war nämlich ein Bait, damit er mit Son Gohan campen gehen kann. Cooler bekommt dann auch die Nachricht, dass Son Goku Freezer getötet hat, deswegen scheißt er sich vor der Super Saiyan-Legende in die Hose, die er nicht trägt. Und so wie das hier aussieht, ist Cooler wohl der König des Schrottplatz. Beim Lagerfeuer werden sie dann von der Cooler-Armee geraidet und sie spielen mit Son Gohan rum. Doch dann treffen sie auf Papa Goku und wie es aussieht, sind Coolers Leute auch so drauf wie die Genio-Force. Goku macht sie kurz alle und Cooler taucht auf, den Son Goku mit Freezer verwechselt. Er wollte Son Gohan töten, doch Goku rettet ihn und sie flüchten. Nach einem kurzen Clash dachte Coolers Einheit, sie haben ihn besiegt, doch Cooler sieht das ein wenig anders. Wenn der tot ist, dann heiße ich Vegeta. Mann, Vegetas Kindheit muss echt hart gewesen sein. Ich will gar nicht wissen, wie der damals bei Freezer Hauptquartier verarscht worden ist. Kein Wunder, dass er immer so aggressiv ist. Goku, der vorher getroffen worden ist, schafft es noch gerade so wieder aufs Land. Krillin, Oolong und Drachenchan kommen auch zu sich und finden sich mit ihrer Rolle des Nichtstun in dem Film ab. Coolers Leute machen dann den Wald kaputt, doch Cooler findet das selber gar nicht so nice, da sie ein Volk von Kriegern sind und es Mann gegen Mann klären wollen. Cooler ist einfach eins zu eins ein Saiyajin. Gohan geht dann mit Drachenchan magische Piccolos holen, um seinen Vater zu heilen. Und hey, wir sehen Son Gohan, der den Quittenturm hochklettert. Cool. Gohan fragt dann, ob Meister Quitte da ist. Kein Spaß, warum fragst du das? Der Typ war doch noch nie nicht da. Meister Quitte will dann, dass Gohan den ganzen Turm hochklettert, da er bei der Mitte angefangen hat, aber Yajirobe fängt mit Meister Quitte Beziehungsstress an und überlässt Gohan die Bohnen. Meister Quitte haut dann auch ein Sprichwort raus, was wir alle kennen. Der Apfel ist wirklich nicht allzu weit vom Pferd gefallen. Ja, ich hatte das etwas anders im Kopf. Der arme Drachenchan stirbt dann fast von seiner Sklavenarbeit, aber durch die magischen Bohnen bekommt er wieder Power, doch deshalb reagieren die Scouter auf sein Powerlevel und die coolen Boys sind da. Versteht ihr? Cooler, coolen Boys? Ach komm schon, das musste kommen. Und ja, wie in jedem Film, rettet Son Gohans Vater seinen Sohn, damit dieser seinen Vater mit den Bohnen versorgen kann. Also werden Namekianer Schellen verteilt. Selbst sein Cousin macht Piccolo alle. Der braune Dude will dann die Spinatfresse fertig machen, aber Piccolo brät sich dann den Lachs und kämpft gegen Sorcerer's Keyblade mit Rankenhieb. Doch Cooler unterbricht sie und gibt Piccolo den gleichen Treffer wie auf Namek. Liegt wohl in der Familie. Bevor Goku die Bohnen bekommt, werden sie zerstört, weswegen Krillin eingreift. Aber Yajirobe gab Gohan eine einzelne Bohne, weswegen Goku doch noch geheilt wird. Während Krillin also seinen üblichen Durchlass bekommen hat, kriegt Gohan auch aufs Maul. Wenigstens ist Full Power Goku zurück. Cooler überbringt dann Piccolo und sprengt ihn. Sorcerer versucht dann Goku zu begrüßen oder so. Und Cooler freut sich auf den aufgepowerten Son Goku. Ja, sei ein starker Super Saiyajin und mach Knurri Knurri. Damit kommen wir zum Hauptfight. Nach einem kurzen Wassertanz will Cooler Freezer rächen. Ja, den Bruder, den er technisch gesehen selbst seinen Tod überlassen hat. Cooler zeigt dann seine weitere Form, die Freezer nicht drauf hatte, die Broly Testo Form mit Ultraschutz. Sieht aber cool aus, verglichen mit den deformierten Formen, die Freezer drauf hatte. Kaioken bringt dann auch nichts und es gibt Cooler Schellen. Doch dass Son Goku kein Shirt mehr anhat, wird es jetzt ungemütlich für Cooler. Dachten wir Fans jedenfalls, Cooler macht ihn trotzdem fertig. Goku heilt dann mit seinen göttlichen Kräften einen Vogel und verwandelt sich in einen Super Saiyajin. Also entweder das oder er hat die Kraft des Vogels absorbiert, um Super Saiyajin zu werden. Keine Ahnung, sehr merkwürdige Szene. Dann geht er den kleinen Cooler aufhalten und ist als Super Saiyajin einfach mal tausendmal stärker.
Aber Ruffy als Super Saiyajin ist man nur 50 mal stärker. Ja, Leute, nehmt alles nicht so wörtlich und bleibt ruhig in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Cooler haut dann den gleichen Ball raus, den Freezer immer raushaut und Goku hält ihn auf. Goku dreht den Spieß aber um und trifft Cooler. Womit er rausgeschossen wird, direkt auf die Sonne fliegt, verbrutzelt. Nicht mehr so cool ist. Und im Jenseits lacht sich Bardock gerade ins Fäustchen. Übrigens, ich bin nicht der Einzige mit schlechten Cooler-Jokes. Krillin ist auch nicht schlecht. Ich hab diesen Cooler zur Hölle geschickt. Du bist eben der Coolste. Alle freuen sich, aber der Kampf ist noch nicht vorbei, denn Sorcerer ist noch da. Naja, Piccolo tötet ihn aber schnell. Weil er aber eine Zundere ist, zeigt er sich nicht, da es zu peinlich wäre. Ach ja, unsere kleine Prinzessin Big Green. Aber keine Sorge, das war's noch nicht ganz. Ein wenig Zeit vergeht und wir sehen, dass Neu Namek von irgendeinem intergalaktischen Metallparasit übernommen wird. Son Goku und Co. machen sich also auf den Weg dorthin und auch Piccolo kommt mit, um zu sehen, was bei seinen Homies so abgeht. Die Roboter haben den Planeten übernommen und wollen sich die Namekianer als Sklaven halten. Die Kämpfer Namekianer tun dann, was sie immer tun, kämpfen und auf die Fresse kriegen. Aber Son Gohan rettet sie. Und wir sehen, dass Cooler überlebt hat und jetzt zu Metal Cooler wird. Das mit Silver oder Golden kommt erst später. Der Getty-Stern hat ihn nämlich gerettet und aufgemotzt. Es geht also in den Kampf gegen die Cyborgs. Das kommt auch später, also nicht die Cyborgs, sondern die kämpfen hier gegen normale Blechbüchsen. Gohan, Krillin und Oberteufel Junior schaffen es dann mit gebündelter Kraft, die Roboter fertig zu machen. Und Son Gohan schaut hier Techniken von seinem Vater ab. Doch sie werden trotzdem gefangen. Nach dieser viel zu langweiligen Kampfsequenz gehen wir wieder zu Goku und Cooler, der mit der Gaioken natürlich wieder reinscheißt. Sollte eigentlich klar sein, wenn es das letzte Mal nicht geklappt hat, oder Son Goku? Ich weiß nicht, was du meinst. Und Cooler holt wieder einen Spaßball raus. Doch dieses Mal trifft er, aber Son Goku hat sich wegteleportiert. Danach gibt es klassische Highspeed-Schläge, die wir als normale Mr. Satans nicht sehen können. Und Goku zeigt den Super Saiyan. Wieder zurück bei Big Green haut er die Roboter weg, nachdem er ihre Angriffe getankt hat und sprengt seine eigene Heimat. Goku nimmt dann Shanks, Cooler, seinen Arm ab, doch dieser wächst Namekianer-mäßig nach. Deswegen bekommt Goku ordentlich was ab. Cooler wirkt Son Goku, aber Vegeta rettet dann Kakarot, damit er ihn selbst irgendwann töten kann. Und er will auch Cooler selbst umlegen. Wie Vegeta hier hingekommen ist, fragt ihr euch? Naja, in Bulmas Bett wurde es wohl langweilig, deswegen hat er sich mit einem Schiff aufgemacht nach Neu Namek. Doch wie das Vegeta so tun, bekommt er erstmal aufs Maul. Aber Son Goku fängt die kleine Prinzessin wieder auf. Krillin, Son Gohan, der Rest und die Namekianer landen dann beim Getty-Stern, der sie nett und höflich darum bittet, sich für den Stern zu opfern. Mittlerweile sind Son Goku und Vegeta zwar am Ende, stehen aber wieder auf und Son Goku meint, dass sie ihre Kräfte vereinigen müssen. Da es noch keine Fusion gibt, heißt es, dass sie einfach nur so zusammenfighten und nicht wirklich verschmelzen. Sie zerstören an Cooler, aber der wächst mit seinen Spaghetti-Drähten wieder zusammen. Auch Vegetas Fingerpistole kann da nicht viel ausrichten. Jetzt ist die Energievorrat komplett aufgebraucht, doch Cooler ist mit seiner Cooler-Armee da auch bekannt als die coolste Armee. Der Film ist zwar so lala, aber die Szene ist echt nice. Naja, der einzig coole Fight wird dann geskippt, sie scheißen rein und sind nur beim Todesstern gefangen. Wir erfahren dann die Geschichte, dass ein Chip sich ein eigenes Denken angeeignet hat und zu einem Riesenstern geworden ist. Cooler wird dann ihre Saiyajin-Gene haben, um zum Super Saiyajin Cooler zu werden. Dafür hätte er doch einfach nur 4 Monate lang trainieren müssen. Da Goku und Vegeta doch noch irgendwie Kraft haben, sprengt ihre Riesenenergie den Spaghetti-Stern. Also sind Saiyajins sowas wie Viren? Deswegen kann der Rest auch fliehen. Cooler hinterfragt dann seine Herangehensweise. Ich hab die Kontrolle verloren, alles bricht auseinander. Aber woher hätte ich denn wissen sollen, dass Super Saiyajins dermaßen stark sind? Naja, ganz einfach, an den riesen Schellen, die du von Son Goku am ersten Mal schon kassiert hast. Da Cooler mit dem Ghetto-Stern fusioniert ist, teilt er auch sein Schicksal, also machen Goku und Vegeta den Silikon-Tarzan fertig. Neu Namek ist damit gerettet. Mann, die Namekianer tun mir echt leid, ich hoffe, dem passiert nicht mehr sowas. Goku und Vegeta fliegen dann vom Stern runter und hauen eine Bruchlandung hin. Da Vegeta bei dem Film die Sondere ist, haut er alleine ab und sieh an, das waren die beiden Cooler-Filme. Also Leute, das wären die beiden cooler Filme gewesen im Minutenformat. An dieser Stelle würde mich hier sehr, sehr interessieren. Wollt ihr noch mehr Dragon Ball Z Filme im Minutenformat haben? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und lasst mich das Ganze mit einem Daumen nach oben wissen. Ansonsten, Daumen nach oben ist das richtige Stichwort, denn nächste Woche, wenn ihr das Format schon wieder sehen wollt mit My Hero Academia im Minuten, würde ich sagen, auf das Video hier 7000 Likes. Ich denke, das kriegen wir hin. Schreibt mir wie immer eure Meinung zu diesen beiden Filmen in die Kommentare. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt, und ein Abo auf den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann nochmal hier ein Dankeschön an den Sponsor für das Video hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.